Damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Pack-Opening von den neuen Karten vom Krater, vom Unguru. Ich schätze mal, wir werden diesmal 17 Packs öffnen. Die 15 hier oben vom Krater und da das Whisper of the Old Gods. Letzte Folge hatten wir extrem Glück, da kam die Legendary in der letzten Kartenpackung. Mutiert ein befreundeten Diener, ich glaube, die hatten wir schon mal. Paladin-Karte. Riesenmastodon. Sport eine 6-10er-Karte, wow. Okay. Und weiter hier ringehauen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wie gesagt, wenn ihr hier irgendwas sehen wollt, gerne auch mal einfach auf Pause machen. Ich werde bloß erstmal kurz anhalten für die Klassen, die mich interessieren. Zieht ein Geheimnis aus eurem Deck. Für 2 Mana auch eine super Karte. So, und auf geht's hier. Weiter, weiter, weiter. Was? Golden? Achso, golden und gewöhnlich hier unten, der Kollege. Ich dachte hier. Und den Vulkan hatten wir auch schon in der letzten Folge. Eine sehr, sehr nice Karte für 5 Mana. Hydrologen. Kampfschrei entdeckt ein Geheimnis. Oh, ist natürlich auch eine geile Karte für ein... Oh, Murloc und eine Geheimniskarte. Da könnten böse Kombis für den Parler darauf zukommen. Also momentan laut Karten würde ich jetzt schon mal den Paladin und den Schaman bevorzugen. Wow, golden und legendär für 1. Die Morastkönigin. Und da bebt die Erde. Ne? Was für eine Animation. So, was haben wir? Quest. Super, eine Questkarte. Spielt 7 Diener aus, die 1 kosten Belohnung. Königin Karnessa. Wie gesagt, müsste man mal echt gucken. Da kommt ein Schatten auch vormarschiert. Moment. Ja, und ich würde sagen, weiter geht's. Na, die wollte er nicht akzeptieren. Und weiter geht's vielleicht. What? Was denn hier los? Abstieg in die Tiefen, noch eine Quest. Spielt 4 Diener mit dem gleichen Namen aus. Belohnung Kristallkern. 4 Diener mit dem gleichen Namen. Wie soll man das machen? Wenn ihr wisst, wie das geht, gerne in die Kommentare. Ich habe so gar keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht so befasst. Mit den Quests und mit diesen Mutieren. Auf jeden Fall scheint er dieses Pack-Opening richtig zu laufen gerade. Was haben wir hier? Thermalquellenwächter. Sportkampfschrei stellt 3 Leben wieder her. Kann man machen. Wählt einen befreundeten Diener und ruft eine Kopie davon. Die hatten wir schon mal. Und hier gibt es auch einiges zum Entzaubern. Oh, nur eine seltene. Aber hier die Donnerechse hat auch ein schönes Ding. Und genau, den Vulkanosaurus gab es ja auch geschenkt hier in Folge der Daily Einwahl, wie auch immer. Gab es den ja als goldene Karte. Für alle Klassen. Auch ein sehr hübsches Bild, wenn ihr mich fragt. So, mal gucken, ob wir jetzt noch mal irgendwie das Glück haben. Ich sag mal, 2 Legendaries hier in dem Pack-Opening jetzt. Das ist ja mal richtig nice. Davon wieder mal eine goldene Legendäre. Das läuft hier momentan, das läuft. Entdeckt eine Karte von der Klasse eures Gegners. Okay. So, 8 Packs haben wir noch. Ups, da war ich wieder mal zu schwach und hab's so viel fallen lassen. Nichts dabei, nichts dabei. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Quests, ob alle Legendären oder überwiegend die Legendären alles Quests sind. Ich meine, alle nicht. Haben wir ja gesehen, die eine, aber für den Paladin, der war jetzt nicht ganz so im letzten Pack-Opening. Gucken wir einfach mal. So, hauen wir mal hier noch weitere rein. Zap, zadap. Selten, selten, selten. Ich glaube, hier wird jetzt nichts mehr groß kommen nach 2 Legendären in nicht mal 15 Packs. Aber dann noch eine Epic. Blutblüte. Der nächste Zauber, der in diesem Zug wirkt, kostet Leben statt Mana. Okay, die Karte habe ich, glaube ich, entweder schon mal bei Facebook gelesen oder die gab es schon davor in dem... in der Erweiterung hier mit den Straßen von Gatkezahn. Bin ich mir gerade extrem unsicher. Vielleicht hieß sie anders, hat aber das gleiche bewirkt. Ich weiß es gerade nicht. 2 seltene. Oh, wie geil. Raptor-Jungs, die gab es ja in World of Warcraft auch als Haustiere. Todesröchel mischt einen Raptor 4-3 in euer Deck. Eine geile Karte. Also vom Motiv zumindest finde ich sie sehr geil. Und das letzte vom Krater von Unguru. Von der Kartenerweiterung. 2 Seiten auch okay. Oh. Feuersäulenphönix. Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Kann man machen. Ich finde hier diese Übersaurier-Karten so heftig, die so viel HP haben.
Aber gut, nur ist es. So, und weil ihr seid, haben wir mal hier noch The Whisper of the Old Gods, die beiden Packages hinterher. Oh, what the fuck? Der Albtraumverschlinger hält jedes Mal 2-2, wenn dieser Diener angreift und was vernichtet. Ja, ich glaube, die habe ich schon. Schade drum. Aber immerhin noch eine legendäre. Gibt nochmal ordentlich Staub, sage ich mal. Noch eine seltene, wunderbar. Ach, Meister der Evolution. Auch sehr schöne Karte. Die hatte ich noch nicht. So, würde ich sagen, gucken wir mal kurz in die Sammlung. Ich will mir hier kurz die ganzen neuen durchgehen. Und einfach mal wegklickern. Ach so, was eine ist sogar speziell eine Jägerkarte, die Quest. Okay, wunderbar. Hier ein Diener vom Paladin hatten wir ja. Die andere Quest war, glaube ich, offen, war. Oder war das eine... Nee, hier für einen Schurken eine Quest. Spielt vier Diener mit dem gleichen Namen aus. Ja, okay, ich meine, wenn es eine Schurkenkarte ist, könnte man es ja mit diesem Kopieren machen. Wo man sich die Diener ein paar Mal ins Deck mischt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Pack-Opening diesmal gewesen, wenn ihr mich fragt. Also, finde ich sehr geil. Ups. Ich kann mir gleich nochmal gucken, was wir hier für Staub bekommen. Herstellen 4300 habe ich, wie gesagt, ich habe eben fast 3000 Staub von Blizzard geschenkt bekommen. 2700, 2900, wie auch immer. Und hier gibt es jetzt auch nochmal, ja, eine legendäre Doppelt. Das ist dieser Wächter von eben gewesen. Spiele ich im keinem Deck. Aber gibt uns 400 Staub, von daher nicht lang schnacken. Kopf in Nacken, sind wir bei fast 5000. Ab, sogar bei über 5000, sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr schon mal Quests abgeschlossen habt, wisst, was es damit auf sich hat oder mit dem neuen Wort mutiert, gerne in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.